Sterben beginnt für mich neues Leben, das heißt die Ewigkeit. Und wenn ich zu Gott gehe, soll ich ja auch dementsprechend vorbereitet sein, mein Leben geordnet haben. Und dazu brauche ich auch Ressourcen, Menschen, die mich begleiten in meinen Leiden, in meinen Freuden, in meiner Angst, damit ich auch diese Schwelle überschreiten kann. Im Raphael-Hospiz in Salzburg wird dem Unausweichlichen die Kraft des Augenblicks entgegengesetzt. Die letzte Lebensphase kann der Anfang einer intensiven Zeit sein, wo Menschen nicht den Tod vor Augen haben, sondern vor allem die nächsten Stunden und Tage. Wer zurückschaut, tut das gerne in einer Umgebung, die so privat wie möglich und so betreut wie notwendig ist. Mein erster Blick immer zum Wetter. Ich schaue nur, darf ich heute noch aus? Ist es noch so schön, wie es war? Ja, ich genieße jeden Tag. Deshalb warte ich immer noch, bis die Infusionen fertig sind. Und dann bin ich schon draußen. Man sieht nicht auf den ersten Blick, dass hier die Ausnahme Normalität ist. Hier werden Menschen betreut, die an einer schweren Erkrankung leiden. Die intensivmedizinische Versorgung tritt in den Hintergrund. Ziel der umfassenden Betreuung ist es, die Lebensqualität der Patienten und ihrer Familien zu erhalten und sogar zu verbessern. Was hier in dem Raphael-Hospiz Salzburg gewährleistet wird, ist, dass es wirklich eine umfassende, professionelle Begleitung von unterschiedlichsten Professionen gibt, die ausgebildet sind und nicht nur für den Patienten eine Unterstützung bringen können, sondern für die gesamte Familie eine entsprechende Begleitung bieten können. Hier im Raphael-Hospiz in Salzburg arbeiten viele Professionen zusammen, um eine ganzheitliche Versorgung zu ermöglichen. Der Fachbegriff Palliativ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Mantel. Palliative Betreuung bedeutet umsorgen, schützen und lindern. Der Palliativ-Hospizbereich ist sehr, sehr wichtig, ist einfach ein gesellschaftliches Anliegen. Wir werden alle einmal sterben und ich denke, wir alle wollen gut sterben und gut betreut, möglichst schmerzfrei. Wir wollen natürlich auch selbstbestimmt und in Autonomie sterben. Und denke mir, es ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Bereich einfach noch mehr in die Gesellschaft kommt und ins Bewusstsein der Menschen rückt, dass das etwas ist, das wir alle irgendwann einmal auch brauchen werden. Unsere Leistungsgesellschaft braucht wieder mehr Platz für den Lebensabend. Im Hospiz werden nicht Ziele für Betroffene bestimmt. Sie selbst sollen in dieser Lebensphase eigene Wünsche und Bedürfnisse haben, ohne an das Ende zu denken. Die unausweichliche Tatsache des Todes ist ein wichtiges Thema, aber ohne Priorität im Alltag. Ich glaube, mit jemandem weinen können, dann muss ich auch mit dem lachen können. Wenn ich nicht ehrlich weinen kann, dann kann er nicht ehrlich lachen. Und lachen tun wir eigentlich oft. Hospiz bedeutet Herberge. Hier tut es gut, auch den Humor in die Pflicht zu nehmen, mit der Chance, mit allem, was einem ein Leben lang bewegt hat, positiv abzuschließen. Persönliche Wertvorstellungen, körperliche, psychische, soziale und spirituelle Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt des ganzheitlichen Behandlungs- und Betreuungsansatzes. Der professionell unterstützte Umgang mit dieser Zeit macht sie lebenswerter. Wenn Lachen gesund ist, dann ist der Lebensabend eine gute Zeit für Humor. Wie wichtig der Humor ist, zeigt zum Beispiel eine Patientin, die vor kurzem zu uns gesagt hat, sie liebt diese Atmosphäre in unserem Haus und das gefällt ihr so gut. Sie hat gesagt, wenn ich schon sterben muss, dann möchte ich wenigstens mit Vergnügen sterben. Das Thema Zeit ist ein sehr relativer Begriff bei uns. Wir versuchen Zeit so zu definieren, dass etwas jetzt sich abspielt. Wir wissen nie, wie viel Zeit wir zur Verfügung haben. Auch ein Patient weiß es nicht, wie lange er noch zu leben hat. Wir versuchen im Hier und Jetzt das alles zu unternehmen, dass der Patient mit einer guten Lebensqualität leben kann. Morgen ein anderer Tag, andere Bedürfnisse, dann schauen wir wieder weiter. Hallo, Herr Weiß. Hallo, ja. Der Vierbeiner ist wieder da.
Im Hospiz ist der Mensch nicht nur Teil der Familie und seines sozialen Umfeldes. Hier wird so viel wie möglich vom Leben draußen hereingenommen. Dazu gehört auch ein Therapiehund in Begleitung einer Psychologin. Der Lebensabend verlangt ein würdiges, weitgehend schmerzfreies und selbstbestimmtes Leben bis zum Tod. Mit Aufgaben statt Aufgeben, mit Aktivitäten im Rahmen des Möglichen, mit Überraschungen und Glücksgefühlen. Es gibt wirklich ein Durchatmen, ein Aufatmen, ein zur Ruhe finden wieder. Was viele einfach so genießen, ist, dass man sagt, so, und da kann ich wieder ich sein. Das reibungslose Ineinandergreifen aller Disziplinen, partnerschaftliche Kommunikation, der gegenseitige Respekt, Vertrauen und Wertschätzung aller im Betreuungsteam sind der Schlüssel für die gemeinsame Arbeit im Hospiz. Das Wichtigste in unserem Bereich ist der Mensch im Mittelpunkt, der Patient im Mittelpunkt, die Angehörigen. Sie haben Zeit für sich, Lebensqualität bis zum Schluss zu fördern, zu erhalten, die Schmerzfreiheit der Patienten. Den Patienten die Möglichkeit geben, sich verabschieden zu können, sich bewusst trennen zu können vom bisherigen Leben, sich mit ihrer Situation bewusst auseinandersetzen zu können, das Zulassen, das Anhören, das Zuhören und auch das einfach nur das Dasein. Immer diese persönlichen Gespräche, das war für mich überhaupt unfassbar, dass sich ja die Ärzte und überhaupt alle, die da beschäftigt sind und sich um einen kümmern, dass immer über meinen speziellen Fall gesprochen wird dann. Also ich kann bei der Tür hereinkommen oder die Schwester, sie weiß genau, was ich kriege, was ich gern habe, was ich nicht darf. Also es, man geht nicht als Fremder, man, es ist einfach ja, wie eine Familie, anders kann ich es nicht sagen, wie eine große Familie. In der Erinnerung sind wir alle unsterblich. Das haben nicht nur Künstler wie Michelangelo erkannt, der sagte: Ich bin nicht tot, ich tauschte nur die Räume. Ich lebe in euch, ich gehe in eure Träume. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einem weiteren Open Studium mit einem, naja, fast österlich anmutenden Thema, nämlich wir spüren hinein in die Frage des Sterbens. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Sendung und begrüße Herrn Werner Gruber, der, ja, bei dem die Frage auftaucht: Was hat Sterben mit Humor zu tun? Er ist nämlich einerseits im Raphael-Hospiz tätig, da wird er sich noch vorstellen, aber er ist auch Humorbotschafter, habe ich das richtig? Was ist beim Sterben zum Lachen? Also das Sterben selber ist natürlich nicht lustig, überhaupt keine Frage. Aber es gibt kaum eine Einrichtung wie das Hospiz, wo Tragik und Komödie so nahe beisammen liegen. Ja. Und ich habe im Hospiz lernen dürfen, was Humor für Kraftquelle sein kann. Mhm. Und was machst du jetzt speziell im Hospiz? Ich bin im Hospiz im Leitungsteam und bin für die psychosoziale Betreuung von Patienten und Angehörigen zuständig. Okay. Also ich bin eigentlich dem Hospiz sehr verbunden, aber nicht dem in Salzburg, sondern dem in Gmunden. Weil zu der Zeit, als meine Schwiegermutter gestorben ist, war familiär bei uns, also der Zusammenhalt, nicht sehr groß. Und dann haben wir einen Arzt kennengelernt, der mit dem Hospiz zusammen ist und der uns tatsächlich geholfen hat, einen Einstieg zu finden. Da war die Lebenszeit meiner Schwiegermutter so ungefähr noch mit einem halben Jahr begrenzt. Und wir haben dann wirklich, muss ich sagen, da bin ich dem Hospiz sehr verbunden, die Erfahrung machen können und dürfen, dass der uns dann begleitet hat, dass wir dann tatsächlich miteinander in eine Position des
Abschied nehmen können, ja, gefunden haben, was uns bis heute verbindet, aber auch, es hat uns geholfen, der Realität des Sterbens ins Auge zu blicken. Mhm. Habt ihr solche Zugänge auch oder wie läuft das bei euch? Also du hast jetzt was sehr Wesentliches gesagt, dass man den Patienten in dieser Phase einfach nicht isoliert sehen darf, sondern er ist ein Teil eines sozialen Gefüges. Die Familie ist genauso betroffen wie der Patient selber. Mhm. Und jeder verarbeitet den Trauerprozess selber und unterschiedlich. Und jeder braucht Unterstützung. Also wir im Hospiz erleben oft, dass oft Angehörige mehr Unterstützung brauchen als die betroffenen Patienten. Ja. Mhm. Und ihr habt offensichtlich in dieser Phase was sehr Schönes erlebt, dass ihr begleitet worden seid und sozusagen die Möglichkeit gehabt, eure Trauer zu leben, gemeinsam Abschied zu nehmen, euch auch auf diese Phase vorzubereiten und euch einzustimmen. Mhm. Mhm. Also für mich persönlich ist Hospiz eine wirklich wichtige Einrichtung. Ja? Meine Zugänge sind mehr vom Tageshospiz, aber ihr nehmt ja eigentlich Menschen auf in der letzten Phase ihres Lebens. Genau. Das Raphael-Hospiz ist ein sogenanntes stationäres Hospiz, das vor allem dann in Anspruch genommen wird, wenn die Alternativen einfach nicht mehr vorhanden sind. Wenn jemand nicht mehr kurativ im Krankenhaus betreut wird oder nicht mehr betreut werden möchte, und wo es zu Hause einfach nicht mehr geht, ja? Oder die Familie überlastet ist, dann ist das stationäre Hospiz die richtige Einrichtung. Also da wird jemand stationär aufgenommen. Genau. Und dann gibt es für mich noch einen Begriff Palliativmedizin. Findet das bei euch auch statt? Das Wort Palliativ und das Wort Hospiz beinhaltet mehr oder weniger das Gleiche. Es geht darum, dass man diesen Menschen einfach Hilfe angedeihen lässt, dass man sie ganzheitlich und gut umsorgt. Ja. Und natürlich sind bei uns im Hospiz auch Palliativmediziner angestellt, die auch die medizinische palliative Versorgung gewährleisten. Was ist Palliativ? Palliativ kommt aus dem lateinischen palliare und heißt ummanteln. Also da steckt schon das Wort drinnen, jemanden schützen, jemanden Hilfe zukommen lassen. Da ist es doch so, da hat es doch vor einiger Zeit ein neues Gesetz gegeben, oder? Kann ich mich erinnern, dass medizinische Möglichkeiten so ausgeschöpft werden können, dass Menschen schmerzfrei sind. Das ist ja die große Errungenschaft sozusagen der letzten Jahre, dass man ein Recht auf palliative Versorgung hat. Das heißt, jeder Mensch in Österreich hat ein Recht auf palliative Versorgung. Das heißt, wenn er in einer Phase ist, wo die Krankheit nicht mehr kurativ betreut wird, ja, dann verändert sich sozusagen das Setting. Man unternimmt alles, dass dieser Mensch mit einer guten Lebensqualität leben kann. Lebensqualität ist wirklich bis zum letzten Atemzug möglich, aber der Fokus ist nicht mehr auf Lebenserhaltung ausgelegt und vielleicht Lebenszeit, sondern man versucht, die Zeit, die noch zur Verfügung steht, so gut wie möglich zu nutzen und zu gestalten. Okay. Genau. Und da gehört dazu eine gute Schmerztherapie, aber da gehört auch dazu eine gute Pflege, eine gute psychosoziale, aber auch spirituelle Unterstützung. Erzähl doch mal, was ist das Neue bei euch im Hospiz gegenüber vielleicht den normalen Verhältnissen zu Hause oder im Krankenhaus? Was macht ihr für und mit dem Patienten? Also ich bin sehr oft in Situationen, wo Menschen zu mir kommen, Angehörige, die Betreuung zu Hause gerne versuchen möchten oder die ein schlechtes Gewissen haben und dem Betroffenen das Sterben zu Hause zu ermöglichen, aber sehr viele dieser Angehörigen gehen weit über ihre Grenzen. Das wird wirklich oft unterschätzt, was das heißt, jemanden zu Hause, der in einer weit fortgeschrittenen Erkrankung zu Hause betreut wird, was das heißt für die nicht nur pflegerische Herausforderung, sondern für die psychische Belastung. Also viele Angehörige gehen weit über ihre Grenzen und sind dann selber irgendwann einmal sind selber versorgungsbedürftig und letztendlich ist dann niemandem geholfen, weder dem Patienten noch den Angehörigen.
Weil jemanden, der mir sehr nahe steht, den in dieser Phase zu Hause zu begleiten, ist eine Riesenherausforderung. Riesen, ja. Sehr schwierig. Ja. Und da ist das Hospiz oft eine sehr gute Alternative dann, wo der Angehörige sich entspannen kann. Der Angehörige kann rund um die Uhr im Hospiz sein. Der Patient wird von Profis in einer sehr schönen Atmosphäre versorgt. Ich erlebe das sehr oft, dass dann Angehörige entspannen, was wiederum eine Auswirkung auf den Patienten hat. Und da beruhigt sich oft eine Situation. Und es bleiben ja alle Optionen offen. Also wenn ein Patient sich wieder stabilisiert und die Familie sich wieder hinaussieht, dann kann der Patient ja selbstverständlich auch wieder nach Hause gehen. Ja. Kommt allerdings nicht ganz so häufig vor, aber es ist eine Option. Sagen wir, eigentlich ist ja bei uns in Österreich Sterben ein Tabuthema. Wie siehst du das? Also mir ist es ähnlich gegangen. Also ich wollte nie im Hospiz arbeiten. Ja, ich bin ein lebensfroher Mensch. Nur was mache ich in einer Einrichtung, wo Menschen sterben? Ja? Ich bin überredet worden dazu. Ein Freund, der die Einrichtung aufgebaut hat mich überredet dazu. Ich war der erste Sozialarbeiter, der in österreichweit in diesem stationären Bereich gearbeitet hat. Ich habe sozusagen Pionierarbeit leisten dürfen. Aha. Das hat mich gereizt. Ja? Aber ich bin jetzt seit über 15 Jahren im Hospiz und ich bin immer noch ein lebensfroher Mensch. Mehr als ich das vor 15 Jahren war, habe ich im Hospiz feststellen dürfen. Wie das? Wir haben eingangs erwähnt, dass im Hospiz spielen Gefühle eine große Rolle. Nicht nur die Trauer, sondern auch der Spaß und das Lachen und der Humor haben ihren Platz. Und ich habe im Hospiz für mich selber die Erfahrung machen dürfen, dass das Leben schön ist. Ja? Es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich mit einem Patienten spreche, der sagt, hätte ich doch. Oder ich habe das und das nicht gelebt. Ja? Okay. Ich gehe jeden Tag aus dem Hospiz und erfreue mich den schönen Dingen des Lebens. Und ich habe aufgehört, mich über Kleinigkeiten zu ärgern. Ah ja, okay. Ja. Wobei man halt dann wirklich die Frage, was sind Kleinigkeiten? Okay. Aber ein langsamer Autofahrer, der den Verkehr behindert, der regt mich nicht mehr auf. Okay, passt. Und ich sehe das Sterben für mich persönlich, so wie es Woody Allen schon mal ausgedrückt hat, ich habe keine Angst vor dem Sterben, ich mag nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Ja, das, ich glaube, da denke ich mir, das ist eine substanzielle Frage. Weil wenn im günstigsten Fall Sterben nicht nur ein Abbruch des Lebens ist, wo ich eigentlich mir sage, wie komme ich um das herum? Soll ich mich einfrieren lassen? Oder solche Dinge, ja? Sondern darauf zugehe, weil es ein Teil des Lebens ist. Ja? Und bis dorthin reicht unser Blick. Die Frage darf gestellt werden, was kommt danach? Ja? Da bleibt es sehr viel offen. Da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Genau. Ja? Aber um gut zu sterben, hast du da Anregungen? Also es gibt keinen Leitfaden, wie man gut oder richtig stirbt. Ja. Ja, ja. So unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich sind sie auch in dieser Lebensphase. Okay. Ja? Und es gibt Menschen, die sterben mit einer Verbitterung, die haben ihr Leben nicht gelebt und weinen sozusagen den verpassten Chancen nach. Dann gibt es Menschen, die sehr ausgesöhnt sind, die sich irgendwann einmal auch arrangieren, dass das Leben zu Ende geht, die auf ein gutes Leben zurückblicken zum Beispiel. Und dann gibt es auch sehr viele Patienten, die auch aus der Religion, aus der Spiritualität Kraft schöpfen, die eine Hoffnung daran knüpfen, dass das Leben weitergeht nach dem Tod. Das gibt ihnen Mut und Kraft und das ist auch gut so. Und wir versuchen, diese verschiedenen Sichtweisen, diese verschiedenen Erlebensperspektiven einfach zu unterstützen. Deswegen haben wir ein multiprofessionelles Team vor Ort, also nicht nur Ärzte, sondern wunderbares Pflegeteam, die psychosoziale Unterstützung. Es ist eine Psychotherapie im Haus, es gibt eine Seelsorgerin, ja, und ein wunderbares Team von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die alle Unterstützung anbieten. Und jeder Mensch ist individuell und genauso ist auch die Versorgung und die Betreuung im Hospiz. Also wenn jemand beabsichtigt, ins Hospiz
zu gehen. Wie muss man das vorstellen? Kann sich das schlicht und einfach jeder leisten? Also zuerst einmal, glaube ich, ist wichtig, dass man sich einmal mit seiner Situation auseinandersetzt. Mhm. Ja, dass es eine klare Diagnose gibt und dass es auch klar ist, dass diese Erkrankung nicht mehr kurativ, also nicht mehr Richtung Heilung behandelt wird. Und dann entsteht eine Betroffenheit, ein Bedarf. Ja, und dann ist es natürlich wichtig, die Information zu bekommen, einen Zugang zu bekommen, dass es da was gibt, dass es da ein Unterstützungsangebot gibt. Und da ist eben eine Möglichkeit das stationäre Hospiz. Ich lade die Angehörigen oder Vertrauenspersonen der Patienten sehr gerne zu einem Informationsgespräch ein. Wir besprechen die Rahmenbedingungen des Hospizes, wir schauen, was braucht der Patient, was brauchen die Angehörigen und ist das Hospiz jetzt die richtige Adresse oder braucht er was anderes. Das klärt man alles im Vorfeld ab. Ja, das ist wichtig, weil der Patient, wenn er ins stationäre Hospiz kommt, dann hat er sich selber dazu entschieden und ist mit dieser Betreuung einverstanden. Ah. Und das ist natürlich dann die Voraussetzung, dass man wirklich gut palliativ versorgen kann. Aber selber entscheiden heißt im Umfeld meistens mit der Familie oder genau. Mit den... Genau. Manchmal finden diese Informationsgespräche bei uns statt und die dienen zur Entscheidungsfindung. Es ist nämlich nicht selten, dass der Patient ganz was anderes wünscht als der Angehörige. Aha. Und da muss man schauen, welche Möglichkeiten gibt es, was wird gewünscht, wo kann man schauen, dass man beide Seiten einfach hört und unterstützt. Und sehr, sehr oft schaffen wir dann einen Konsens. Ich habe also zumindest im Moment rausgehört, ihr schafft ein menschliches Klima. Genau, ja. Das auf Bedürfniserfüllung ausgerichtet ist. Und wenn der jetzt bei euch ist, wird er voll genau. Medizinisch, sozial, menschlich, spirituell genau. Umsorgt. Genau. Okay. Jetzt frage ich trotzdem nochmal, weil mir das natürlich auch zu Ohren gekommen ist. Wie sind da die Kosten einzuschätzen? Die Kosten sind, das ist natürlich jetzt ein Pferdefuß an dieser ganzen Geschichte. Das Hospiz kostet Geld. Ja, ja. Nein, das wir haben zwar, ja genau. Ich sagen, kein Pferdefuß, mit dem muss man leben. Wir haben zwar in Österreich sozusagen die Entscheidung getroffen, dass jeder in den Genuss kommen darf, diese palliative Versorgung zu erhalten. Aber was nicht geklärt ist, ist die Finanzierung. Es gibt in Österreich noch keine Regelfinanzierung für solche Einrichtungen. Krankenkasse zahlen das nicht? Zahlt nicht, weil es kein Krankenhaus ist. Das stationäre Hospiz ist eine Einrichtung mit einer eigenen Organisationsstruktur und unabhängig vom Krankenhaus. Es ist eher einer Pflegeeinrichtung zuzuschreiben und deswegen steigen die Krankenkassen aus. Ja? Mhm. Deswegen bleibt das ganze Risiko beim Träger. Ja? Das Raphael-Hospiz wird von den Barmherzigen Brüdern geführt und die tragen sozusagen das finanzielle Risiko. Um das finanzielle Risiko ein bisschen einzudämmen, zahlen die Patienten einen Tagessatz. Ja, der ist im Hospiz 170 Euro. Das ist nicht wenig Geld, deckt aber nur ein Drittel der tatsächlich anfallenden Kosten in etwa ab. Bei der Intensität versteht es. Ja. Aber, das muss man auch dazu sagen, auch wenn die Angehörigen und die Patienten das gerne anders hätten, die Verweildauer ist relativ gering. Also es ist eine sehr überschaubare Zeit. Patienten sind oft weniger als 2-3 Wochen bei uns. Mhm. Da ist das Finanzielle jetzt sozusagen das geringere Problem. Ja. Aber wenn der Patient diesen Tagessatz zahlt oder die Angehörigen, dann laufen die Einnahmen weiter. Also der Patient bekommt weiterhin seine Pension und das Pflegegeld dazu. Okay. Das bekommt er im Krankenhaus nicht, aber bei uns im Hospiz schon. Und sollte das jemand nicht leisten können, weil es ja nicht Sinn und Zweck ist, so eine Einrichtung, dass nur Menschen, die sich das finanziell genau, leisten können, betreut werden, ja, dann hat der Betroffene die Möglichkeit, die Kosten über Sozialhilfe zu decken, muss allerdings mit einer Antragstellung halt nachweisen, dass seine Besitz- und Einkommensverhältnisse die Versorgung nicht zulassen. Ja, das kenne ich. Ja, genau. Mhm. Okay. Also es soll jeder unabhängig von seinem sozialen Status, unabhängig von seinen finanziellen Möglichkeiten, jeder soll die Möglichkeit haben, das stationäre Hospiz genießen zu dürfen. Mhm. Genießen zu dürfen ist eigentlich ein schönes Wort. Ja. Okay. Ja.
Und dann, wie ist da jetzt dann bei euch die Vorgangsweise? Redet ihr, also die Betroffenen, wissen die um ihre Situation? Also ich habe in den 15 Jahren kein einziges Mal die Erfahrung gemacht, dass ein Patient nicht genau gewusst hat, was los ist. Ja? Ich werde sterben. Genau. Es geht jeder anders um mit dieser Tatsache. Ja? Oft tun sich Menschen innerhalb einer Familie total schwer, sich gegenseitig diese Offenheit zuzugestehen. Man nimmt Rücksicht aufeinander, man verdrängt das Thema. Ja? Wir tun uns da oft als Außenstehende, also nicht so emotionell Betroffene, etwas leichter, diese Themen anzusprechen. Aber innerhalb der Familie fällt es oft schwer. Aber wissen tut jeder von dieser Tatsache. Mehr oder weniger. Ich habe das einmal erlebt, dass zum Beispiel ein Patient zu mir, also ein Angehöriger zu mir gekommen ist, der die Mutter zu uns gebracht hat und hat zu mir gesagt, Herr Gruber, bitte sagen Sie ja nichts meiner Mutter, ich weiß, sie wird bald sterben, ich habe mit dem Arzt gesprochen und ich habe dann darauf die Mutter kennengelernt und sie hat mich bei der Hand genommen und hat gesagt, Herr Gruber, bitte sagen Sie ja nichts meinem Sohn, ich werde bald sterben, ich möchte ihn nicht beunruhigen. Ja? Und dann hängt es davon ab, ist es möglich, dass diese beiden noch zueinander finden, dass wir über diese Themen reden. Und bei diesen beiden ist es uns gelungen und die haben dann eine sehr schöne Zeit noch eine Woche im Hospiz gemeinsam verbracht mit einer offenen Gesprächsbasis. Ja. Und der Sohn war mir nachher sehr, sehr dankbar, dass das noch möglich war. Das war die wichtigste oder die schönste Zeit, hat er gesagt, die er mit seiner Mutter erlebt hat, dass diese Offenheit möglich war. Ja. Gibt es Geschichten, an die du dich gerne erinnerst? Also ich könnte jetzt, glaube ich, mehrere Sendungen für Geschichten zu erzählen. Schau mal, was dich berührt und was du eigentlich selber sagen würdest, das hat mir erreicht. Also dass ich den Humor im Hospiz entdeckt habe, das hat gleich einmal zu Beginn meiner Tätigkeit stattgefunden. Meine erste Patientin, zu der ich ein Vertrauensverhältnis aufbauen habe können, hat mich eines Morgens einmal begrüßt und hat gesagt, mein Gott, Herr Gruber, Sie sind echt ein besonderer Mensch. Sie gehören eigentlich eingerammt und aufgehängt. Und da habe ich gewusst, ich bin am richtigen Platz. Ja. Und spätestens seitdem weiß ich, dass Humor in dieser Einrichtung, gerade da, wo es um so dichte Themen geht, wo es um so schlimme Lebensgeschichten geht, ist Humor eine unheimlich wichtige Kraftquelle. Ja. Aber was auch schön ist im Hospiz, ist, dass Lebensqualität ist ja viel mehr als nur schmerzfrei sein. Es gibt viele Patienten, freuen sich, dass sie nicht alleine sind in dieser Phase, dass da Menschen da sind. Ja, es passiert ja sehr, sehr oft, dass sehr kranke Menschen von Vertrauenspersonen dann verlassen werden, ja, dass sich immer mehr Menschen zurückziehen, dass die isoliert sind. Das ist übrigens einer der größten Ängste, die Patienten schildern, wenn sie ans Sterben denken, dass sie allein gelassen werden. Mhm. Also das kann ich sagen, das passiert bei uns sicher nicht, wenn das der Patient nicht will. Es gibt aber Patienten, die wollen alleine sein. Das schaffen wir auch. Mhm. Und es gibt viele Patienten, die noch Dinge zu Ende bringen wollen. Und das ist schön und das ist einer meiner schönsten Aufgaben, wenn ich dabei helfen darf, wenn ein Patient in seiner noch verbleibenden kurzen Lebenszeit noch etwas erledigen möchte. Ja. Mhm. Und da habe ich schon wirklich schöne Sachen erlebt. Ja. Zum Beispiel ein Erlebnis, das mich sehr, sehr berührt hat, war ein Patient, der immer gern auf den Salzburger Bergen unterwegs war und der so gerne noch mal auf den Untersberg wollte und das nicht mehr geschafft hat aufgrund seiner Erkrankung. Und an seinem Geburtstag ist seine Tochter aus Wien angereist und wir haben dann in einem Gespräch vereinbart, die Tochter geht für ihn auf den Untersberg. Das ist ja schön. Und wir haben die Tochter mit einem großen Spiegel ausgerüstet. Und ich habe mich mit dem Patienten auf unsere Terrasse gesetzt. Toll. Und ich habe von einem Patienten ein Jahr zuvor in etwa ein Geschenk bekommen. Und zwar, es war ein Obdachloser und den einzigen Besitz, den dieser Obdachlose hatte, war ein Feldstecher. Und den hat er mir geschenkt, sozusagen als sein Vermächtnis. Und diesen Feldstecher haben wir mitgenommen, haben uns auf die Terrasse gesetzt und wir haben ungefähr eine Zeit ausgemacht. Und tatsächlich plötzlich von unserer Terrasse sieht man die Spitze des Untersbergs, hat man das Lichtsignal gesehen. Ja, toll. Ja. Und der Patient und ich, also wir haben, es war sehr emotionell. Also da habe ich mir die Tränen nicht zurückhalten können. Also es war, und die Tochter hat das sozusagen für ihren
kranken Vater gemacht. Unglaublich. Ja, schön. Ja. Also das. Oder ein Patient, der ein glühender Fußballfan war, der querschnittgelähmt war und unbedingt noch einmal ins Stadion wollte. Ja. Haben wir geschafft, dass wir mit einer tollen Unterstützung des Salzburger Roten Kreuzes haben wir einen Sondertransport bekommen. Und wir sind ins Stadion gefahren, haben einen tollen Platz bekommen. Ja. Er hat auch einen Fanschal noch bekommen. Ja, und super. Wir haben 2-0 gegen Tirol damals gewonnen. Und eine Woche später ist der Patient verstorben. Schön. Ja. Aber er war so glücklich, dass das noch möglich war. Ja. Ja. Und das sind natürlich schöne Geschichten. Das ist natürlich nicht der Alltag. Aber wenn das passiert, dann kann man dankbar sein. Ja. Wir hatten auch eine Hochzeit schon im Hospiz. Also es hat ein Patient auch seine langjährige Lebensgefährtin bei uns im Hospiz geheiratet, mit Trauzeugen, mit Standesbeamten. Und keiner, der in dem Haus an diesem Tag war, hatte trockene Augen. Also das war natürlich ein schönes Erlebnis. Das ist natürlich nicht die Regel, aber solche Dinge passieren. Das passt. Ja. Das passt. Das sind ja die Dinge, finde ich, die Leben so wertvoll machen. Genau. Ja? Und die man nicht übersehen. Ja. Und soll. Das, ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft. Lebensqualität, Leben ist wirklich bis zum letzten Atemzug möglich. Ja. Das finde ich, ja, das ist total Ding. Wahrscheinlich sind ja die Störungen weitaus mehr dort, wo man Dinge nicht zu Ende gebracht hat, oder? Mhm. Wo es unerledigte Sachen gibt, wo es darum geht zu sagen, wie groß ist denn meine Möglichkeit, dass ich bestimmte Dinge noch, vielleicht Versöhnung oder Zornausdruck, und, dass man die zusammenkriegt. Ja. Also wir erleben ja nur so ein winziges Stück der Lebensgeschichte eines Menschen. Ja, da steckt ja eine Riesenentwicklung dahinter. Und oft gibt es Familiensysteme, wo das einfach ganz, ganz schwer für uns nachvollziehbar ist. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, jetzt das zu heilen. Ja. Aber den Menschen so zu sehen, dass er eine Geschichte hat. Ja, und dass man diesen Betroffenen, aber auch seine Familie dabei unterstützt und vielleicht auch sogar motiviert, Dinge noch zu besprechen oder anzugehen. Das sehen wir schon als unsere Aufgabe. Aber ob das dann noch erfüllbar ist, das ist eine andere Geschichte. Ja. Ja. Mhm. Ja, finde ich total schön. Jetzt ist es so, wer sind dann, also wo kriegt man jetzt über diese Sendung und über unser Gespräch hinaus Informationen? Da haben wir, glaube ich, im Internet eine Homepage. Genau, das ist www.raffaelhospiz.at. Und also da kriegt man mal die wesentlichen Informationen und auch die Möglichkeit, auch zu spenden, um den weiteren Erhalt des Hospizes sozusagen eben zu garantieren. Es muss nicht jeder ins Hospiz gehen und kann das Hospiz, weil es eine ausgesprochen wichtige Einrichtung ist, unterstützen. Das kann man bei euch mit Spenden. Ja. Träger ist komplett unverdächtig, die Barmherzigen Brüder. Ja, es war ja so, dass, vielleicht hast du das auch mitgekriegt, vor 3 Jahren stand ja das Hospiz einmal kurz vor der Schließung. Das Österreichische Rote Kreuz hatte diese Einrichtung aufgebaut und auch viele Jahre finanziert. Und irgendwann war dieser Atem sozusagen vorbei und das Rote Kreuz hat gesagt, das Hospiz wird geschlossen. Und Gott sei Dank waren die Barmherzigen Brüder so weit, die Einrichtung zu übernehmen, mit Unterstützung der Salzburger Landesregierung, die übrigens auch eine Subvention leistet, allerdings nur einen kleinen Teil der Kosten abdeckt. Genau. Mhm. Das Risiko bleibt nach wie vor beim Träger, das sind jetzt die Barmherzigen Brüder. Und auf lange Sicht muss man sich wirklich Gedanken machen, ist es uns wert, in dieser Lebensphase solche Einrichtungen anbieten zu können? Und dann muss man halt auch einmal ein Geld in die Hand nehmen. Und die Summen, um die es da geht, die sind im Vergleich zu anderen Themen, die vielleicht nicht so wichtig sind, relativ gering. Mhm. Aber so ein paar Großsponsoren würden auch gut helfen, das Hospiz eine Zeit lang. Also ich weiß nicht, ob ich Großsponsoren helfen kann, aber Kleinsponsoren könnten ja auch Bausteine sein. Ja. Daher denke ich mir, wir blenden, glaube ich, irgendwo
das Spendenkonto ein, beziehungsweise wenn das nicht klappt, auf der Homepage gibt es es sicher auch. Ja? Also bitte nicht falsch verstehen, natürlich jeder einzelne Cent, jeder einzelne Euro hilft sozusagen der Einrichtung sehr und kann helfen, eben auch Patientenwünsche. Wir haben auch einen wunderbaren Förderverein, der das Hospiz unterstützt. Genau, Förderverein gibt es. Ja, der auch versucht, Spendengelder zu lukrieren, um einfach Patientenwünsche erfüllen zu können. Ja, also es ist toll, wir haben jetzt eine Patientin gehabt, die hat eine Fußpflege genossen und ist darauf gestorben. Also sie ist mit gepflegten Füßen bestattet worden. Ja. Also, aber das war ihr wichtig und ich, das ist sehr schön, wenn man höre, so was... dass das ein eigener Spendentopf ist, oder? Patientenwünsche oder wie geht davon aus? Naja, der Träger versucht natürlich mit den Geldern den Erhalt des Hospizes zu garantieren, okay. Aber darüber hinaus gibt es ja diese vielen kleinen menschlichen Bedürfnisse und da ist der Förderverein einfach sehr dahinter, dass man das ermöglichen kann. Ja. Mhm. Und auch, dass die tollen ehrenamtlichen Mitarbeiter bei uns, dass auch die Möglichkeit haben, immer wieder Ausbildungen zu machen, dass man auch die unterstützt. Ja. Also da ist der Förderverein eine wunderbare Unterstützung. Mhm. Mhm. Ja, ich denke... Die Sache, glaube ich, ist jetzt einigermaßen rund. Was wäre deine Conclusio? Also mir gefällt ja unglaublich gut die Aussage, was sagst, wie hast du gesagt, Lebensqualität ist mehr als nur medizinische Versorgung. Genau. Und vor allem Leben ist bis zum letzten Augenblick möglich. Genau. Also bis vor einigen Jahren, ich habe ja jetzt selber in diesen 15 Jahren eine Entwicklung mitmachen dürfen im Hospiz, also vor 15 Jahren war ja das Wort Hospiz oder Palliativ, das war ja verpönt, das hat man ja ganz weit in den Hintergrund geschoben, vielleicht zu Allerheiligen, dass man sich einmal getraut hat, über das Sterben zu reden. Da hat sich was getan, also in den letzten Jahren hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Ja. Man beginnt sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es ist auch mittlerweile in den Köpfen, dass palliative Versorgung nicht nur Medizin ist, nicht nur Schmerztherapie ist, sondern dass es eine ganzheitliche, der Mensch ist auch ein mehrdimensionales Wesen, also er hat nicht nur körperliche Bedürfnisse, sondern dass man den Betroffenen, den Patienten, aber auch sein soziales Umfeld mit allen möglichen Unterstützungsmöglichkeiten sozusagen, dass man diesen Menschen hilft. Und da, wie gesagt, neben der medizinischen Versorgung auch die pflegerische, die psychische, die soziale, aber auch die spirituelle Unterstützung. Mhm. Ja. Gut, wenn für die alles eigentlich im Moment am Tisch liegt, dann würde ich vorschlagen, wir schließen das Thema. Passt, gern. Meine Damen und Herren, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke, dass Sie zuhören und zusehen. Ich verabschiede mich mit dem heutigen Thema und freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Zeit. Grüß Gott und auf Wiedersehen. Wiedersehen.